Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Nepafalika und wir spielen heute World Fables, einem kleinen Spiel aus dem Jahre 2004, die Zeit der Hippies. Wir starten mit der Kampagne. Es ist ein Strategiespiel. Wir haben vier Armeen zur Auswahl. Der Pfefferkuchenmann. Knusprig. Die drei kleinen Schweinchen. Humpty Dumpty. Die weichen und harten Eier. Und Rotkäppchen. Ich nehme die drei kleinen Schweinchen, weil sie mir so gut gefallen. Wir können auch einen Helden auswählen, der mit uns kämpft. Ein reinrassiger Golem aus feinstem Stein. Der Boogeyman, der unter eurem Bett schläft. Und der Drache. Drachen sind cool. Aber wir nehmen den Boogeyman, denn jeder schläft gern unter seinem Bett. Dieses Spiel hat lange Ladebildschirme, das ziemlich alt ist. Ich denke, damals in der Hippie-Zeit war es so üblich mit langen Ladebildschirmen. Ich bin mir nicht sicher. Aber warten wir ab. Das Intro muss ich leider überspringen, da es bei mir immer abstürzt. Aber die Story ist nicht sehr interessant. Es geht um drei Ziegen, die haben ein Buch gefunden und sind immer hungrig. Und das Buch ist magisch. Und damit verändern sie die Welt und pflanzen überall Bäume. Welch diabolischer Plan. Wir starten mit dem ersten Gebiet. Drei kleine Kätzchen verloren ihre Fäustlinge und fingen an zu weinen. Da kam ihre Mutter und wollte ihnen eine Tracht Prügel verpassen, als sie feststellte, dass sie ihre Fausthandschuhe verloren hatten. Drei dumme Elfen aus Santas Dorf haben sich entschlossen, davon zu rennen. Um die Kälte zu überleben, haben sie die drei kleinen Kätzchen bestohlen. Es ist nun schon Tage her, seitdem die Elfen in die bittere Kälte aufgebrochen sind. Die Kätzchen haben uns eine Belohnung angeboten, wenn wir ihre Fausthandschuhe wiederbringen. Also gut, schnürt eure Stiefel, zieht eure Hosen an und streift euch eure Gräberhandschuhe über. Irgendwo da draußen in der Wildnis sind drei Elfen begraben. Unsere Ziele? Bringt die Elfen zur Strecke und gewinnt die Fäustlinge. Das ist eine Lüge. Optional, erforsche die Gegend, vieles ist hier noch unentdeckt. Und zur Info, der Boden ist zugefroren und meine Arbeiter können nicht durch das Eis brechen. Es wird mir daher nicht möglich sein, neue Gebäude zu errichten. Ah. Was will uns damit sagen? Ist Santa böse? Und die Elfen wurden gefoltert und sind jetzt weggerannt? Und haben deswegen die Kätzchen bestohlen? Vielleicht finden wir es raus, aber ich glaube eher nicht. Wir spielen mit der Schweinearmee hier. Seht nur, wie lieblich ihre Schottenröcke sind. So sollten Schweine überall aussehen. Und immer diese Ladebildschirme. Wir werden noch öfters Ladebildschirme sehen. Und hier zum Spiel. Wir haben Arbeiter. Damit können wir Magic Mushrooms abbauen. Und Bäume, die wir zum Bauen und Ausbilden brauchen. Hier haben wir unseren Hauptheld, das dritte kleine Schwein. Und der Boogeyman mit seinen sexy Strümpfen. Hier sind Fernschützeneinheiten. Die greifen aus der Ferne an. Und hier haben wir unsere normalen Standardeinheiten, das wilde Schweinchen. Da holen wir jetzt gleich ein paar. Das sollte reichen. Jedes Gebäude hat einen Einheitenzähler. Das heißt, pro diesem Gebäude kann man nur 5 Einheiten ausbilden. Und da wir hier von 3 haben, können wir 15 Einheiten ausbilden. Das ist ziemlich interessant. Dann haben wir hier noch einen insgesamten Einheitenzähler. Unsere Armeegröße kann nur bis zu 100 Leuten bestehen. Und damit müssen wir arbeiten. Hier können wir noch aufwerten, unsere Leute. Holzkeule und Lederpanzerung ist für eine andere Einheit, die wir hier noch nicht haben. Aber diese Steinkügelchen, damit verbessern wir unsere Schleuderkämpfer. Und hier können wir noch scharfe Stöcke, machen wir gerade mal, und Lendentücher. Unsere Einheiten sollen nicht nackt rumlaufen. Also so 0815 Einheiten Ausbildungsgedöns. Da sind die drei kleinen Kätzchen, denen müssen wir helfen. Ziemlich große grüne Augen, ich glaube nicht, dass das ein normales Kätzchen ist. Ich glaube, unsere Armee ist groß genug. Wir nehmen mal alle und beginnen unsere Reise und töten Pinguine. Ich weiß, Pinguine tun uns nichts, aber die sind ziemlich zivilichtig, diese kleinen Gesellen. Wer weiß, was sie vorhaben. Sie könnten diese Dorfbewohner bedrohen, die wir auch angreifen können. Aber die tun uns nichts, darum lassen wir sie mal lieber in Ruhe. Könnten uns anzeigen und ich brauche jetzt keine Strafe am Hals. Hier haben wir mehr Magic Mushrooms. Und unsere ersten Gegner, Yetis.
Seht ihr das? Seht ihr das? Nackte Hintern. Diese Yetis sind Hintermodels. Und zwar die besten ihrer Art. Unsere Helden können Level aufsteigen und damit neue Fähigkeiten freischalten. Unser Schweinchen hat den Stinkeschild am Anfang. Damit fängt es an zu stinken und fügt Gegnern eine Schaden zu. Ziemlich praktisch. Der Boogeyman, der kann einschläfern. Auch ziemlich praktisch. Aber hier eigentlich nicht nötig. Mache noch dieses Yeti-Gebäude platt. Ziemlich stabile Yeti-Gebäude. Warum tragen die Yetis keine Unterhosen? Es ist doch ziemlich kalt. Und dann noch Hintern frei. Es ist wohl ein Rätsel für sich. Wir gehen weiter. Your research is complete. Oh, meine Steinschleuderer sind stärker geworden. So, was haben wir hier noch? Bäume und hier haben wir unseren ersten Elfen. Finde mich. Ich hab dich gefunden. Und noch mehr Yetis. Es ist am besten, alle Gegner zu besiegen, damit die Helden schön Erfahrungen kriegen und stärker werden. Hier zum Beispiel, der Boogeyman macht 12 Schaden und hat 10 Verteidigung. Und das dritte kleine Schweinchen macht 17 Schaden und davon macht es sogar noch stechenden Schaden. Obwohl es mehr schneidet. Ziemlich mysteriös. Aber das Schweinchen wird schon wissen, was es tut. Wir gehen weiter, suchen nach mehr Elfen. Mal sehen, was wir noch so finden. Noch mehr Hintern-Yetis. Die sollten sich wirklich jetzt anziehen, es ist ziemlich kalt. Vielleicht sind sie es auch nur gewohnt. Und die Einheiten kommen nicht aneinander vorbei. Aber egal, es ist ein Spiel von 2004. Damals wussten die Hippies noch, was sie tun. Mal gucken, ob wir noch was aufwerten können. Oh, wir können sie noch mehr verbessern. Oh, Lederriemen, was? Nicht genug Holz? Naja, arbeite weiter, Schweinchen. Oh, die erste Yeti-Behausung ist zerstört. Hier haben wir eine weitere Elfe. Oh, wir machen erst das Gebäude kaputt. Denn wir dürfen die Yetis nicht noch mehr rumlaufen lassen. Mit ihrem obszönen Hintern könnten sie die Leute verärgern. Das wollen wir nicht. Das will niemand von unserer Schweinearmee. Auch wenn sie Schweine sind, sie haben Anstand. Sie tragen Unterhosen. Und die zweite Elfe gefunden. Gehen wir weiter? Meine kleine Armee wird alles besiegen. Wir werden jeden Yeti auslöschen, der dieses Land bedroht. Noch mehr Yetis. Dann können wir gleich mal unsere Schlafmagie benutzen. Ich sagte... Okay. Ja, das Spiel reagiert nicht so, wie es manchmal sollte. Aber das ignorieren wir mal. Ich spreche immer von wir, dabei bin ich alleine und rede mit mir selbst. Ich glaube, das klingt ziemlich seltsam. Nein! Wir haben ein Schwein verloren. Es ruht in Frieden. Vielleicht werden wir es nachher braten und essen? Ich bin mir nicht sicher. Oh, meine Armee macht viel zu wenig Schaden. Aber das sollte in Ordnung sein. Dieses Haus geht sehr schnell runter. Ich meine, total sinnlos, mit Steinen und kleinen Pieksern auf Stein zu schlagen und dann geht es kaputt. Das ist nicht sehr vorteilhaft. Oh, dieser Pinguin. Die sehen niedlich aus und lächeln die ganze Zeit. Und winken vielleicht. Aber sie sind böse. Oh, wen haben wir hier? Ich habe Jack Frost gefunden. Der berüchtigte Jack Frost hat sich uns angeschlossen. Dieser kräftige Zauberer beherrscht und steuert Frost und Eis. Da er die Natur bändigen kann, kann Jack verheerende Schneestürme und Luftlöcher aus Eis hervorrufen, die er gegen seine Feinde schmettert. Wenn du diesen Kampf gewinnst, kann er deiner Gruppe beitreten. Um in deiner Gruppe hinzuzufügen, klicke auf den Gruppenknopf in der unteren rechten Ecke auf der Hauptbildschirmkarte und ziehe sein Porträt von der Reservespalte in die aktuelle Gruppenspalte. Magisch. Mal sehen, kann man das angreifen? Ja, kriege ich Erfahrung?
Ich bin mir nicht sicher. Los, Schweinchen, greif auch mal an. Lauf dahin, Schweinchen. Ja, es sind immer noch Schweine. Mal gucken. Steigt die Anzeige? Nein. Also wäre das sinnlos. Ich meine, Jacks Haus zu zerstören, er verkauft hier Slash. Kennt ihr Slash? Das wird im Sommer verkauft. Gecrushtes Eis. Wir laufen mal weiter. Eine Elfe fehlt mir noch. Unsere Armee ist ziemlich zusammengeschrumpft. Aber das sollte noch machbar sein. Schweinchen sind nicht gerade die stärksten. Aber sie geben ihr Bestes. Sie wollen diesen Krieg beenden? Ich meine, wer will schon überall Bäume haben? Dieser dreckige Zauber. Noch mehr Yetis? Oh, da versteckt sich einer. Los, kleines Schweinchen. Prügel diesen Yeti. Benutzt dein Stinkeschild. Er nimmt jetzt extrem Schaden durch das Stinkeschild. Nehme ich zumindest an. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Ruft widerwärtige Gase hervor, welche die Feinde überkommen und sie sofort tötet. Oh yeah, es macht Schaden. Und da hat unser drittes Schweinchen ein Level up. Warum das dritte Schweinchen? Nun, es ist das intelligenteste gewesen. Es hat ein Haus aus Stein gebaut und damit den bösen Wolf vertrieben. So sollten Helden sein. Damit wäre dieses Gebäude zerstört. Ich gehe weiter. Mein Schwein stinkt immer noch. Schweine halten nicht viel von Hygiene. Aber es sind gute Arbeitskräfte. Und noch mehr Yetis. Und wir haben ein weiteres Schwein verloren. Aber das geht in Ordnung. Die sind ersetzbar. Die lassen sich leicht züchten. Noch ein Yeti. Diese nacktärschigen Kreaturen. Wir sollten sie besiegen. Und noch ein Ninja-Yeti. Er kam aus den Schatten. Er weiß, wie der Hase läuft. Und besiegt. Wir sollten noch ein paar Einheiten ausbilden. Unsere Armee wird ziemlich klein. Noch drei in jedem Gebäude sollte reichen. Man kann sie auch direkt an einen Ort befehligen, wenn sie ausgebildet sind. Das ist ziemlich praktisch. Man kann seiner Gruppe auch Nummern geben, damit man sie schneller auswählen kann. Das ist moderne Technik. Die gab es nur damals, in den Hippie-Zeiten. Noch ein Yeti. Stirb, Yeti. Unser Schweinchen hält ziemlich viel aus. Es ist ein tankiges Schweinchen. Es hat schon viel erlebt. Zerstören wir diese Yeti-Hütte. Siehst du uns im Weg? Und diesmal, Boogeyman. Zeig mir deine Power. Oh yeah. So sehen schlafende Yetis aus. Oh, kriegt sogar Schaden über Zeit. Ein Albtraum? Oh, der friert er nur im Hintern. Ja, was in seinem Yeti-Kopf vorgeht, das weiß leider niemand. Denn wir haben noch nie einen Yeti gesehen. Das ist ein fetter Yeti. Aber na gut. Er muss ja dick sein. Es ist kalt. Sein Winterspeck. Was machen unsere Einheiten? Unsere kleinen Schweinchen sind fertig. Seht nur, wie fleißig sie laufen. Gleich mal zu unserer Hauptarmee schicken. Ich hoffe, das geht nicht lange. Und dieser Pinguin. Er ist diabolisch. Seht ihn euch an. So viel Böses in einem Pinguin. Wir gehen durch dieses kleine Dorf. Den Dorfbewohnern geht es gut. Nehme ich mal an. Also wenn ich hier leben würde, würde es mir nicht gut gehen. Hier gibt es zwar Magic Mushrooms, aber auch Yetis. Da läuft unsere kleine Armee. 8 Schaden. Oh nein, ein Yeti. Schnell, ihr Schweine. Greift den Yeti an. Oh, die Schweine sind nur Kanonenfutter. Aber der Boogeyman, er kann hier aufleveln. Wobei mir das dritte Schweinchen lieber wäre, weil es erlernt noch Fähigkeiten. Den sauren Regen. Und husten und husten. Ich denke, das hat er vom bösen Wolf gelernt.
Uns fehlt immer noch eine Elfe. Die zwei waren ganz schön nah aneinander. Noch mehr Magic Mushrooms. Aber ich glaube, die Yetis sind alle tot. Oh, wir haben ein Schweinchen vergessen. Kommt mal alle hierher, Schweinchen. So, alle Schweinchen. Ah, unsere Leiste ist voll. Ja, man kann nur so viele Einheiten auswählen. Ziemlich lästig. Aber ich glaube, die letzte Elfe war hier auch schon irgendwo. Ah, da liegt sie. Sie zieht sich an. Wer so stirbt, der ist arm dran. Und damit habe ich meinen ersten Sieg ergattert. 26 Yetis haben wir getötet. Schön. Damit wird kein Yeti mehr mit blankem Hintern durch die Gegend ziehen. So, und das war's für die erste Episode. Seid schon gespannt auf die nächste. Wir sehen uns wieder.